Ja, ich möchte eine größere Innovation besprechen heute, einfach, dass der Mensch anders wird. Also praktisch, wir sagen immer, Voraussetzung ist, dass die Leute offen sind und so sind sie aber nicht. Also im Augenblick diskutieren wir noch, ob wir digital dement werden, wenn wir einen Computer anwerfen und so. Also ich habe auch so ein bisschen Leiden. Ich muss immer Reden halten, Fluch oder Segen des Internets. Ist das toll? Ich meine, das Internet haben wir echt 25 Jahre und manchen Leuten scheint das erst jetzt irgendwie aufzufallen. Und ist ja dann Neuland für die. Sehen Sie auch an den Grußbotschaften. Also in 2017 fängt es endlich an. Ich hab immer als von IBM aus an den Arbeitsgruppen für den, wie heißt das, National IT Tag, IT-Gipfel heißt es, mitgemacht. Und da habe ich so seit 2006 immer in die Arbeitsgruppen gegeben, mach doch mal sowas wie Glasfaserkabel in die Häuser. Und seit 2007 wird versprochen, dass wir Glasfaserkabel in jedes Haus und auf jede Berghütte und auf jede Hallig bringen. Das, ich zitiere wörtlich von 2007. Das wird jetzt wahrscheinlich noch 10 Jahre versprochen, bis wir in allen Studien nicht mehr im Mittelfeld sind, sondern irgendwie mit Bangladesch und Nigeria kämpfen oder sowas. Und das geht so nicht. Und ich bin es langsam leid, immer zu sagen, also das Internet ist kein Fluch, sondern es ist schon 25 Jahre da. Und ich möchte ein paar Implikationen machen auf den Menschen, möchte ich einfach mal so klären. Gebe Ihnen meine Erklärung der Welt nach, warum wir so viele Arbeitslose und Hartz IV und so weiter haben. Das liegt auch am digitalen Wandel. Ich habe die allererste Vorlesung Informatik gehalten in der Universität Bielefeld. Keiner hat sich freiwillig gemeldet. Da habe ich gesagt, gut, ich bin zwar nur Mathematiker, aber dann mache ich mal Informatik. Dann lerne ich das eben für die Vorlesung. Und damals haben wir schon eine Woche Ethik der Informatik und Folgen der Informatik gehabt. Und damals konnten sie alle Zeit sehen, also so um 1980 rum, dass die Computer so eine Wirkung haben wie der Trecker einer Landwirtschaft. Ich komme vom Bauernhof, mein Vater hat 40 Hektar gehabt, pro Hektar hat man ungefähr einen Landarbeiter gehabt, dann ist der Trecker gekommen, und sind alle Landarbeiter innerhalb von sowas wie 15 Jahren verschwunden. Und damals, so als ich geboren wurde, war die Hälfte der Leute in der Landwirtschaft tätig und heute sind es, glaube ich, also ich habe mal geguckt, so vor ein paar Jahren waren es 1,7, da sind wahrscheinlich die Skiliftbesitzer noch mit drin. Also dann werden das 1, weiß ich was sein. Und sowas Ähnliches passiert auch. Sowas wie Briefträger kommt demnächst mit einem selbstfahrenden Dings oder einer Drohne. Und diese einfachen Berufe stehen unter einem ganz enormen Druck und das ist auch Teil der Digitalisierung. Und wenn wir da raus wollen, dann müssen wir einfach uns echt bilden. Also nicht einfach so sagen, wir brauchen mehr Bildung. Sie sind jetzt hier, haben alle schon Abitur, dann sagen sie ja, unsere Kinder müssen mehr lernen. Und es wird aber unter den Erwachsenen überhaupt gar nicht diskutiert, ob man jetzt jeder für sich auch mehr lernen muss. Das ist nicht auf den Folien, das Buch erscheint nächste Woche. Das heißt, das ist ein Entwurf über Schwarmdummheit in Deutschland, also der Gegenentwurf zur Schwarmintelligenz. Das beschäftigt sich mit der Entstehung von Dummheit in Meetings. Also da sind total, also stellen Sie sich so einen Ausschuss vor oder so ein Meeting, da kommen total intelligente Menschen wie Sie da rein, 20, und dann reden sie und reden sie, weil sie irgendwie keine Konfliktlösefähigkeit haben, sie haben keine Konsensfähigkeit, sie haben kein gemeinsames Ziel, zanken sich um ihre Abteilungsziele und Parteien und alles kracht durcheinander. Und dann gehen 20 intelligente Menschen nach Hause, sagen sie, man hat jetzt ihnen einen halben Tag Leben gestohlen, es ist nichts dabei rausgekommen. Und das heißt, als Team sind sie dumm. Also nicht einzeln, sondern das ist ein Problem. Und über diese möchte ich einmal so kurz einen Weg rübergehen. Und im Grunde müssen wir ein neues Bildungssystem kreieren, weil, also nicht ein neues Bildungssystem, sondern erstmal nachdenken, was ist denn der neue Mensch? Das hat hier dieser Mensch
Humboldt mal gemacht. Also der hatte lauter ungelernte Preußen da. Und er hat gesagt, was muss ein normaler Preuße können, damit wir eine neue Gesellschaft haben? Und Humboldt hat, der hat übrigens nur 9 Monate Minister gemacht, also nicht irgendwie 30 Jahre Bundestag, 9 Monate. Dann ist er schon abgesägt worden, ist als Botschafter nach Wien gegangen. 9 Monate, hat unser ganzes Bild, das kann man. Man muss da nicht 20 Jahre diskutieren. Also, in den 9 Monaten hat er einfach gesagt, was muss ein normaler Preuße können? Hat er gesagt, jeder muss lesen, schreiben, rechnen, so diese üblichen Dinge können. Und das hat den, weil die Industrie, die Industrialisierung Preußens bedingt, dass wir eine gemeinsame Sprache haben, dass also sozusagen jeder irgendwie mit einem Pferd bedienen kann oder irgendwo die Verkehrszeichen, also die gab es auch noch nicht, aber so irgendwie die Regeln versteht. Und damit jeder in einem normalen Staat die jetzt gebräuchlichen Regeln der Kultur versteht und damit umgehen kann, muss er einfach in die Schule und dann führen sie die Schulpflicht ein. So ist das gemacht worden. Und jetzt kann ich doch sagen, was ist im nächsten Zeitalter die Aufgabe des Menschen, was muss er da tun, was ist seine Arbeit, und dann müssen wir als Basiserziehung die Leute alle auf ein Level kriegen, dass jeder irgendwie versteht, wann die Straßenbahn kommt und wie man im Internet irgendwie rauskriegt, wo die Bahn fährt, wo sie schon weg ist oder in 2 Stunden kommt oder so, und dass sich einer zu helfen weiß im normalen Leben. Das muss man einfach neu definieren. Deswegen meine ich, so mache ich mal einen Abriss über Humboldt 2.0. So, jetzt muss ich den Intelligenztest bestehen. Ha! Also, das habe ich jetzt gerade schon gesagt. Ich habe gelesen in Wikipedia, Sie können die Folien haben, also wenn Sie Mail schreiben. Alles Open Source. Ich versuche sie als Prediger irgendwie zu verwalten. Ich habe gelesen, dass im Jahre 1816 Preußen den Elsass erobert hat und hat da auch die Schulpflicht eingeführt, also zwangsweise, also das ging dann später erst. In Preußen hatte man die Schulpflicht schon und dann sollte im Elsass auch haben. Und da haben die gesagt, die Elsässer Bauern, hey Leute, guckt euch unsere Kinder an, die müssen arbeiten, die haben keine Zeit zur Schule gegangen. Zweitens, guckt euch unsere Kinder an, sie sind zu dumm, rechnen, schreiben und lesen zu lernen. Drittens, guckt euch unsere Kinder an, das braucht man hier nicht. Und genau dasselbe, 1816 haben wir jetzt auch, wenn man sagt, macht mal eine Internetbildung mit, also alle Erwachsenen und so, dann sagen sie, guck mal, ich bin zu dumm, so ein iPad zu bedienen. Zweitens, hab keine Zeit, ich muss arbeiten. Drittens, das braucht man eigentlich nicht. Und ich habe keine Ahnung, warum, da muss irgendwie wieder so ein Ruck, die haben meinetwegen durch ganz Mitteleuropa gehen, dass irgendwie akzeptiert wird, dass wir an der Schwelle eines neuen Zeitalters stehen, das muss man jetzt irgendwie ernst nehmen. Und dann kann man nicht so reagieren wie die Bauern im Elsass, die sich geweigert haben, die Schulpflicht einzuführen. Es ist genau dieselbe Diskussion. Ganz genau dieselbe. Ich kann in Brasilien in den Urwald gehen und sage, hallo Volk, ich habe euch entdeckt. Demnächst muss hier jeder schreiben, lesen und rechnen können. Sagt da auch wieder, guck, wir müssen arbeiten, weil wir nichts zu essen haben. Guck, wir haben keine Zeit und wir sind zu dumm. Ja, so. Und das muss irgendwie aufhören. Ja. Jetzt kommt der herbe Teil. Sie merken doch, wenn Sie zum Beispiel zur Bank gehen, dass der Bankberater gar nichts mehr macht. Also der tippt Ihre Daten da ein und da wird irgendeine Anfrage an den Computer gestellt und zum Schluss sagt er, kauf Siemens-Aktien. Und dann sage ich, warum soll ich Siemens-Aktien kaufen? Sagt der Computer, das machen alle. Und dann sage ich, kann mir mal einer eine Beratung geben? Das ist die Beratung. Wenn Sie ein Auto kaufen, sitzt der immer nur vom Computer und sucht, welche wir gerade auf dem Hof haben. Wenn Sie ein Auto verkaufen, tippt der Mensch 20 Minuten Fahrgestellnummern ein und sagt zum Schluss, Ihr gebrauchtes Auto ist 500 Euro wert. Das kann ein Computer bald selbst. Das sind alles Berufe, die so auf dem Absprung sind. Im Flughafen, die da immer so irgendwelche mit unsicherem Gesicht irgendwelche Flüge einbuchen, die werden auch ersetzt. Ich muss auch das Gepäck schon jetzt alleine aufs Band setzen und Sie merken, dass ganze Berufszweige aussterben. Ganz viele, weil der Computer, Banking, Krankheit und so weiter alles selber kann. Im Augenblick können Sie auch irgendwie sich vor ein Röntgengerät stellen, zack,
wird es im Internet nach China übertragen und für 30 Cent gibt Ihnen einer eine Diagnose. Und demnächst kann der Computer das überhaupt selbst. Meine Schwester ist in der Klinik in Heidelberg und sagt, in meisten Fällen kann der Computer es eher sogar besser. Also wenn es nur sehr komisch aussieht, was kein routinevoll ist, dann guckt da nochmal ein Mensch drauf. Und alle diese Dinge machen die Computer demnächst selbst. Und die harte Frage ist, gehören sie zu denen, die noch vor Flachbildschirmen sitzen? Das heißt Flachbildschirmrückseitenberater. Das ist für Twitter schlecht, das Wort. Aber das heißt, viele Berufe verkommen zu Flachbildschirmrückseitenberater, die immer nur so Daten abkriegen, kriegen dann einen Befehl und müssen dann tun, was der Computer sagt. Oder sind sie in einer Position, wo sie dem Computer sagen, was der zu tun hat? Und das werden immer weniger und das können auch nicht so arg viele. So, und dann muss man jetzt gucken, welche Berufe überhaupt noch gut bezahlt werden. Ich kann Ihnen das sagen, also das habe ich nächste geschrieben. Einmal durchlesen. Sowas wie Normalberater. Also in meinem Arbeitsalltag, seit 2000 ungefähr, also ich hab bei IBM im Forschungszentrum angefangen. Ich habe 1987 angefangen. Und da haben wir fast einen Verweis bekommen, wenn wir tagsüber in Stuttgart in der Hauptverwaltung angerufen haben, weil wir kein Geld für Telefon hatten. Also da war der Etat ungefähr 5 Euro, also ungefähr 6 Minuten tagsüber geredet und sonst Ortsgespräche. Und man hat brav in seinem Büro gesessen als Wissenschaftler und keine Welt außen gesehen. Und innerhalb von 10, 15 Jahren durchs Internet ist man plötzlich in internationalen Projekten und muss irgendwie mit Japanern dann nachts aufstehen. Also die haben dann morgens, dass man irgendwie um 11 Uhr nachts arbeitet, dass die Japaner mit uns sind und die Amerikaner haben dann gerade Dienstschluss und so weiter. Und dann muss man die alle überzeugen und so weiter. Das ist, wie gesagt, Gegenstand meines neuen Buches, dass sie das gar nicht können. Und dann finden dauernd überall diese Calls und Telefonkonferenzen statt, ganz unsäglich. Und dann bist du noch dran und dann bellt ein Hund oder ein Baby ist da und so. Sie kennen dieses ganze Desaster, wenn sie in so Calls drin sind. Und das braucht man. Und sie müssen in diesem ganzen Gewühl von Kompetenzen noch immer ihren Willen durchkriegen. Es ist nicht mehr so, dass sie einfach nur einen Chef haben wie früher. Wenn sie arbeiten so 90% der Zeit, ein paar Mal gibt es ein Problem, gehen sie zum Chef und der macht's weg. Heute arbeiten sie in 4, 5 Projekten in normalen Arbeiten, dann müssen sie aber an die Projektleiter alle drankommen und die Zeit selber irgendwie zusammenbasteln und ihren Chef sehen sie eigentlich nicht. Und der Chef ist irgendwie sowas wie ein Biologielehrer, der gibt die Zeugnisse so irgendwie an unbekannte Leute, die er noch nicht kennengelernt hat. So, ja, Müller kriegt eine 1 und dann lachen die Schüler und sagen, Müller ist schon weg. Ja, so. Und die Arbeitswelt ist relativ chaotisch geworden. Man zerfließt in ganz vielen Projekten, ist überall da dran, muss irgendwie durchkriegen durch alle Abteilungen, was man normalerweise so wirklich als eigenes Ziel hat. Und das ist eine richtige Schwierigkeit. Und dafür brauchen wir Menschen. Und für sowas könnten wir doch jetzt mal entwerfen, was man als Kompetenzen haben müsste. Das wäre schick. Und dann möchte ich hier darum Systeme haben, die einen da erziehen. Das ist nicht trivial. Gibt es Lernumgebungen, wo man im Meeting irgendwas zustande bringt, zum Beispiel? Das weiß man nicht. Wäre eine neue Zielsetzung. Ich habe mal ein paar Berufe mitgebracht, so eine Liste. Aussage, die mittleren Berufe verschwinden, also die mittleren Berufe, das sind die von heute, und Sie können wählen, ob Sie nach links oder nach rechts gehen. Wenn Sie in der Bank arbeiten, entweder werden Sie Premium-Berater und verstehen wirklich was von den Leuten und können Sie echt beraten, oder Sie werden durch Internet ersetzt. Wenn Sie Maler heute sind, dann werden Sie entweder Anstreicher für Mindestlohn oder Innendesigner. Das ist der Punkt. Wir träumen jetzt von einer Welt von Lehrern, zum Beispiel in der Schule, dann sagen wir, der Lehrer muss jetzt individueller Coach sein von diesen Leuten. Sagen die Lehrer, geht ja nicht, weil ich 40 in der Klasse habe. Aber sagen wir mal, wenn man die Klassengröße echt auf 10 kriegen würde, dann könnte er individueller Coach sein und kann er das, wo er immer nur so eine Tafel hat.
geht das überhaupt nach dem Lehrplan und so weiter? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir stehen vor ganz großen Revolutionen. Und die Frage ist, wie kriegen wir Deutschland da auf die rechte Seite? Und wie verhindern wir das, dass hinterher 50-60% der Berufe links endet, dass die dann irgendwie so mehr oder weniger Post austragen oder irgendwie was, also was der Computer halt nicht kann, physisch ein Paket von links nach rechts packen. Und da müssen wir halt aufpassen. So. Und die Ansage ist, wir müssen uns hüten, dass wir voll industrialisiert werden. Das sind die Folgen der Innovation, die wir jetzt zu tragen haben. Und da müssen wir aufpassen. Das ist es. Nicht jammern. Und was jetzt meistens diskutiert wird, wenn ich jetzt so irgendwelche Podiumsdiskussionen habe, die armen Menschen da links, die tun mir so leid. Also, weil sie sitzen hier so als mehr Hochintelligenz da und sagen, diese armen Menschen, was machen wir mit denen? Geben wir denen wirklich Hartz IV? Kriegen die ein bedingungsloses Grundeinkommen? Das meine ich eigentlich nicht. Ich rede zu ihnen. Ich sage, sie sind in der Mitte. Und die Frage ist, sind sie schon rechts? Das geht nicht einfach nur die jungen Leute an, die jetzt sich durch Praktika sich so hochpäppeln müssen, dass sie da rechts akzeptiert werden, sondern das gilt für normale Menschen halt auch. Und wie gesagt, sie merken das ja an den Meetings, dass sie ihre Aufgaben im Dienst nicht erfüllen. Solange sie in Ausschüssen und Meetings einfach nur Müll produzieren und sich zanken, sind sie nicht das, was da rechts gewollt wird. Das sind sie hier im Raum, nicht irgendwelche armen Kinder oder irgendwelche Hartz-IVer. Also das müsste man wirklich als Selbstreflexion machen. Und in den ganzen Konferenzen sitzen immer nur Leute, die denken an die armen Menschen da draußen. Das ist gar nicht so sehr das Problem. Ich habe auf mein Zeugnis geguckt. Das steht da drüber. Also ich weiß nicht, die meisten haben das noch. Ich weiß nicht, haben das die Kinder immer noch? Also im Klartext. Meine Mama wollte mich so, weil das steht oben auf dem Zeugnis, so. Ganz genau, Fleiß, Ordnung, Betragen und Mitarbeit. Man musste überall eine 1 am besten haben, das war aber verdächtig, also als Streber, wenn man so im Betragen eine 1 hatte, das war, also überall 2 war in Ordnung. So, was steht da? Sie sollen normaler, braver, Anstreicher, Maler, Arbeiter, sonst was sein. Da steht nichts von Kreativität, nichts von guter Laune und nichts von Verträglichkeit in Meetings und gar nichts. Da steht einfach, sie sollen machen, was der Chef sagt. Und fleißig sein und gehorsam sein und einfach ein Brick in the Wall sein. Das ist das, was da steht. Und wenn ich mir ein was wünschen würde, also man muss ja in Innovation immer sowas wie ein Tipping Point finden. Sie müssen irgendwas ganz Gemeines im System ändern, dass sie möglichst wenig arbeiten müssen, kein Geld ausgeben und das System kippt um. Dann schlage ich vor, die Kopfnoten zu ändern. Also ich mache mal einen Vorschlag. Also einfach mal hingeschrieben, was so eine Kopfnote sein kann. Ich kenne die Kritiken schon. Lehrer haben mir geschrieben, diese Kriterien sind nicht objektiv zu beurteilen. Dann habe ich zurückgeschrieben, ob sie wüssten, wie man Fleiß beurteilt. Ja, das wüssten sie. Also da wäre das irgendwie schon 200 Jahre bekannt. Und ob einer kreativ ist, das wüssten sie nicht. Ich sage, könnt ihr auch nicht wissen, weil... Ich kann Gedichte analysieren. Kennen Sie den letzten Tweet davon? Ja? Ich kann Gedichte analysieren. Ich weiß, wie viele Punkte jedes Gedicht hat. Aber ich habe noch kein Gedicht selber gedichtet. Also die Qualität von Gedichten können Sie bei Todesanzeigen oder Geburtstagsanzeigen sehen. Da ist noch nicht mal das Metrum richtig gut und klingt irgendwie schlecht. Und ich bin dann in die Schule gegangen. Können wir nicht mal selber dichten? Sagt er, so weit kommen wir bis zum Abitur nie. Ja? Und dann können wir mal Theater spielen? Und sagt er, nein, wir müssen die Drehbücher lesen. Sie wissen, dass man in der Schule nur Drehbücher liest, ohne je den Film zu sehen? Sie lesen Die Räuber, Sie lesen Faust und so weiter. Das hat Goethe nicht gewollt, dass man das liest. Der Text ist für die Schauspieler. Goethe hat gewollt, dass wir ins Theater gehen. Wir können nicht ins Theater gehen, weil das nicht da ist.
Jetzt ist es aber da, das ist YouTube. Jetzt können wir die Schule anders machen. Jetzt können wir mal richtig den Leuten das Theater zeigen, wie es gemeint ist, und dann machen sie selber was oder spielen selber und so weiter. Das ist, alle Möglichkeiten sind da, und das muss man irgendwie auch verstehen. Wie gesagt, ich hätte gern sowas. Ich habe das meinen Kindern relativ lange erklärt. Das hat auch gewirkt. Aber können Sie sich vorstellen, einen kreativen Menschen, der Initiative während der Schule, des Unterrichts entfaltet, die andere mitreißt? Also das ist dann ein Fall für einen Schulpsychologen. Also wenn Sie so einen hart an dieser Kante erziehen, ist es heute in der Schule relativ schwer. Aber wie gesagt, man kann es isoliert probieren, aber ob Sie es hinkriegen, also es ist schon eine arge Innovation. Also praktisch, da kommen ziemlich viele weiße Blutkörperchen und machen das tot. Ich habe in früherem Buch, das ist so, heißt Professionelle Intelligenz, wenn Sie sowas interessiert. Ich habe einfach mal ex cathedra 6 Intelligenzen gefordert, damit man das besser schreiben kann. Also hier im Raum haben alle IQ. Dann gibt es eine sogenannte emotionale Intelligenz, von der jeden Tag in der Zeitung steht, dass sie die nicht haben. Das sieht man auch in jedem Meeting, bei jeder Serviceberatung, in der Servicewüste Deutschland und so weiter. Der Mangel an IQ ist mit Händen zu greifen. Macht noch nichts, wenn Sie das noch nicht selber haben. Den gibt es erst seit 30 Jahren. Das konnten Sie noch nicht wissen, als Sie geboren wurden und so weiter. Schwierig. Dann gibt es sowas wie Kreativität. Da sagen auch alle Leute, dass sie die nicht haben. Gibt es auch Tests. Der Test, der ultimative Test, können Sie im Internet die Statistiken angucken, muss man eine so wie eine Oblate, muss man so eine Messingklammer zeigen. Eine ganz normale Messingklammer, kein Schnickschnack, nur Messing. Und dann frage ich, können Sie in 2 Minuten 100 Verwendungsmöglichkeiten sagen? Gucken Sie mal, wie Sie gucken. Also das war schon der Test, ja. Also ich habe nur so 3 Sekunden in Ihre Augen geguckt. Jetzt nehmen Sie nochmal dasselbe Szenario, Leute bei der Einschulung mit der Schultüte, und Sie sagen, hier, Kids, 6 Jahre alt, 2 Minuten, 100 Verwendungsmöglichkeiten. Merken Sie, fühlen Sie, wie die Leute die Augen strahlen lassen, wie die begeistert sind, aufspringen und sagen, kannst du ein Mädchen in den Hintern pieken, kannst du deine Brust piercen, in Ohren bohren, Nase bohren. Ihnen fällt nur ein, Reisekostenabrechnung zusammen. Und bei diesem Test stellt sich heraus, dass fast alle Kinder, 98%, mit 5 Jahren mega kreativ sind. Die kriegen das hin, jeder Einzelne. Jeder Einzelne von Ihnen hat das gekonnt, mit 5. Und mit 17 machen Sie denselben Test kurz vor dem Abitur nochmal, da können es nur noch 2, genau wie Sie. Verstehen Sie, Sie sind abgedoomt, Sie sind jetzt betragen, Fleiß, Ordnung, Mitarbeit. Talent für Attraktion. Paris Hilton verdient 100 Millionen im Jahr, dass sie nur Prosecco trinkt und immer zu spät kommt oder ein Kleidungsstück verliert oder irgendwas. Und dann sagen Sie, diese doofe Zicke verdient damit Geld. Machen Sie es doch auch. Wenn auf meinem Zeugnis gestanden hätte, Gunter Dück weiß sich gut zu verkaufen, hätte meine Mutter mich einen Kopf kürzer gemacht. Sie wahrscheinlich auch. Und Ihnen ist das aberzogen worden. Deutsche verkaufen sich schlecht. Sie sagen immer, die Amerikaner verkaufen sich gut, und leider ist uns das verboten oder verwehrt oder ich bin nicht so oder bin zu introvertiert. Sie bringen es einfach nicht. Verstehen Sie, wenn Sie in diesem Feld von internationalen Konferenzen sitzen und in ganzen Meetings, dann müssen Sie das alles können. Dann müssen Sie auch Ihren Standpunkt haben. Die Angelsächsen haben den Vorteil, dass sie im Deutschunterricht anders lernen. Die kriegen irgendeine seltsame Meinung und müssen die vertreten. Kann ruhig falsch sein. Wenn Sie zum Beispiel ein Produkt verkaufen, müssen Sie es ja auch verkaufen, obwohl es Mist ist. Unter Umständen. Dann müssen Sie, können Sie nicht eine andere Meinung haben. Dann müssen Sie doch im Sinne von Schopenhauer recht, die Kunst recht zu behalten, Heuristik betreiben. In Deutschland haben wir nur gelernt, entweder oder, entweder, das heißt Dialektik, entweder oder, entweder einerseits, andererseits, andererseits so, und dann kommt dann raus, Conclusio, was meine Lehrerin findet. Sie haben das nie gelernt, einen Standpunkt zu vertreten, niemals. Auch nicht attraktiv zu machen. Alle Leute sagen heute, man muss Storytelling lernen, gibt's gar nicht. In der Schule wäre das total gut, das würde man brauchen in der Zukunft. Ja, und dann einen Willen. Wer hat hier einen Willen? Nicht mal die Politiker einen.
sagen, sie möchten irgendwann das Breitbandnetz. Also hoffentlich kommt es irgendwie von allein. Ja? Was wir eigentlich müssen, ich bin ein bisschen so angekränkelt, wenn ich Lernen oder lebenslanges Lernen lese. Also das ist jetzt bei den Zeilen, ich habe das extra jetzt aufgepoppt. Lernen ist nur ganz wenig. Sie müssen auch führen lernen, Projekte lernen, andere Leute für sich einnehmen lernen, lieben lernen, Gemeinschaft lernen, Projektmanagement lernen, führen, coachen, motivieren, Unternehmen. Und das wird jetzt alles gejammert. Also wir müssen die Leute motivieren, wir müssen Unternehmer haben, wir brauchen Kreative. Das haben wir alles nicht. Also praktisch, das meinte ich, wir haben alle nur Intelligenzquotient. Gucken Sie sich mal, was ein Intelligenzquotient misst. Der nimmt an, dass Sie so einen PC hier am Kopf haben. Und manche Leute haben eine größere Festplatte, also die können sich mehr merken. Und manche haben einen schnelleren Chip, also die können schneller Matheaufgaben lösen. Und mehr wird nicht gemacht. Also die Schule füllt viel rein. Wenn sie viel drin haben, kriegen sie eine gute Note. Und wenn sie es schnell wieder replizieren können, kriegen sie eine gute Note. Für alles andere nicht. Für Herz und Hand und Praxis und eigentlich nicht. Und das müssen wir machen. Und ja, ich habe mal so, das heißt der Oberschichtcode, da habe ich mal einen Artikel drüber geschrieben. Die haben mich so angeworfen. Deine Kinder sind Professorenkinder, du kannst da leicht reden, dass du die gut erziehst. Ich komme von Groß-Himmstedt, 479 Einwohner vom Bauernhof und war der Erste, der Abitur gemacht hat. Und sie standen immer am Weg und haben gesagt, wenn ich nach Hildesheim gefahren bin und um 2:30 wiederkam, das wirst du nicht schaffen. Man kann das. Ja, dann gibt es immer... Ich stelle mal die Grundsatzfragen, die werden jetzt immer wieder gestellt, also das finde ich ganz schrecklich. Also wir müssten irgendwie die Diskussion ein bisschen abkoppeln. Also wenn man sagt, was will ich eigentlich den Leuten beibringen, dann wird immer wieder diskutiert, wollen wir alle Leute gleich haben oder alle verschieden? Was denn nun? Wollen Sie, dass alle Leute mit 19 genau denselben Festplatteninhalt haben und dann Chancengleichheit haben? Ist das so? Warum? Oder wollen wir das mit 30, wenn die alle den Bachelor im Kopf haben? Oder mit 9, wenn sie zum Beispiel, wann denn? Also wann geht denn der Wettbewerb los? Und die andere Frage ist, wann erziehen Sie eigentlich Kreativität, emotionale Intelligenz? Das macht man doch bis 3 oder so. Alle Psychologen sagen, der Charakter ist mit 3 fertig. Dann ist es doch schon over. Dann machen Sie, also nach 3 machen Sie dann nur noch bei der Erziehung Reparatur. Ist das denn eine Reparatur oder was? Also wir müssen alle diese Fragen mal stellen. Also welchen Menschen wollen wir? Was muss der können? Sollen alle gleich sein oder verschieden? Da gibt es also praktisch ganz viele Sachen. Wir müssen immer den Schwächsten mitnehmen, erstens. Oder wir holen aus jedem das raus, was aus ihm rauszuholen ist. Also wenn er Begabung hat, entfalten wir die Begabung, die er hat. Dann sagen sie aber, wenn man das tut und einer Geige spielen kann in der Klasse, dann müssen alle auch gleich Geige spielen oder wie? Und das Problem ist, bei den ganzen Diskussionen um Lehrpläne und so weiter wird immer diskutiert, welche Leute wollen wir? Dann kommt natürlich auch raus, dass wenn man Fotografieren anbietet, dass das ein Dünnbrettbohrer-Abiturfach ist, das kann und so weiter. Ja, dann habe ich lange Diskussionen, dass man Kreativität als Lehrer nicht richtig bewerten kann. Ja, die haben Angst, weil sie schon deutsche Aufsätze nicht bewerten können und kreative Sachen sowieso nicht und so weiter. Und da muss man halt die Verantwortung übernehmen, dann liegt man mit der Bewertung falsch. Aber man kann doch die Fächer nicht irgendwie weglegen, bloß weil man sie nicht bewerten kann. Frage ist, wollen Sie individuell coachen oder wollen Sie irgendwie so eine Abfertigungslogistik machen? Wenn man in dem Sinne eine Reform machen würde in Deutschland, also Sie machen irgendeine beliebige Reform in Deutschland, dann kollidiert das mit dem bundeseinheitlichen Abitur, das jetzt irgendwie nach 10 Jahren Kämpfen eingeführt ist. Das ist für alle gleich. Wenn Sie jetzt unten alle verschieden machen, dann knallt es mit dem gleichen Abitur. Was denn nun? Es gibt keine einzige richtige einvernehmliche Haltung des Volkes. Wir diskutieren das immer zu hin und her. Die Frage ist, sind die jetzigen Lehrer schon die das...
machen kann. Ich habe im Management eine ganz große Welle mitgekriegt von sowas wie Netzwerkmanagern. Früher waren das alles hierarchische Menschen. Die haben immer gesagt, du machst das in ihrer Abteilung. Und dann hatten sie noch einen über sich. Da mussten sie dem dienen. Das war ein relativ einfaches hierarchisches Modell. Und jetzt sollen die plötzlich überall in allen Abteilungen rumwuseln und das können die zum Teil nicht. Und praktisch diese Alters, die, also praktisch diese Umwälzung hat man nicht nur in der Schule, sondern auch im Management. Und da muss jeder Einzelne so irgendwie umdenken. Das ist nicht so einfach. Wie gesagt, ja, ich frage dann manchmal, kann man Schulunterricht nicht neugierzentriert machen? Also, dass die Schüler finden, das ist interessant. Ich habe Biologie angefangen mit Amöben. Kennen Sie sich das noch, diese Pantoffeltierchen? Das ist so langweilig. Und dann kommen so Schwämme und so, dann geht das so langsam mit Insekten und so weiter. Und Säugetiere, also die einzigen Tiere, die ich gleich kenne, also Katzen durch Facebook, die kommen irgendwie dann in der 10. Klasse erst, weil das die Hochentwickelten sind und dann der Mensch in der 11. Oder warum fängt man nicht zum Beispiel mit Sauriern an? Das würde jeden interessieren. Und dann fragt der Schüler, wo kommen denn die Saurier her? Dann sagen wir, vorher waren das Fische. Dann fragt er, war das vorher? Dann kann man ja zur Amöbe hin, aber dann hat er Lust dazu. Und so weiter. Warum macht man das so? Muss das wissenschaftlich sein? Wir haben die Frage gestellt in den 60er, 70er Jahren, wozu sind Abiturienten gut? Und da war die Antwort, sie müssen Physiker, Ingenieur, Arzt, Pfarrer oder Lehrer werden. Ganz wenige waren das. Und die müssen natürlich wissenschaftlich ausgebildet werden, die werden auf diese Studien vorbereitet. Wenn jetzt aber alle Abitur machen, dann muss man doch das nicht wissenschaftlich machen. Jetzt springen mir gleich 15 Professoren ins Gesicht und sagen, wir wollen es aber noch wissenschaftlicher machen, ganz theoretisch. Und dann sagen die Schüler heute sind Millennials, heißen die, oder Generation Y, die kommen zum Direktor und sagen, wozu braucht man denn Latein? Dann sagen die, ich habe das auch gefragt im Internet, wozu braucht man denn Latein? Dann sagen sie, ja, um logisch denken zu lernen. Ich sage, ja, warum muss man das mit Latein lernen? Lass doch Latein, man kann logisch denken mit überhaupt, beim logisch denken lernen ist es ganz egal, womit man das macht. Mit Latein geht es auch. Dann sage ich, wenn es ganz egal ist, können wir statt Latein auch irgendwie Griechisch nehmen oder Informatik oder Facebook, es ist doch egal. Und dann sagen sie, nein, sie bleiben lieber bei Latein. Wie gesagt, das sind meine Fragen, also an den neuen Menschen. Zur Uhr gucken. Ja, das ist alles schon von meinen Vorrednern gesagt worden. Sie können das alles auch digital machen. Also Sie können jede Dummheit digital kodieren, also das ist kein Problem. Und Sie können es aber auch schlauer machen. Wir müssen eben diskutieren, wie man das schlauer macht. Und Sie hatten das vorher gesagt, Sie können jede Ideologie gleich machen, verschieden machen und können alles hinkriegen. Aber was man dann tatsächlich haben will, hängt davon ab, wo man hin will. Und das müsste man irgendwie definieren. Und das Problem ist halt, es besteht eine Tendenz dazu, Lehrmaterialien herzustellen, die bezahlt werden vom Staat. Also praktisch irgendwann sagen die Schulen, sie machen jetzt Whiteboards oder dann kriegt jeder ein iPad oder so. Und das, was irgendwelche Ministerialbeamte zufällig bezahlen, das wird hier dann produziert. Und ich warne ein bisschen davor. Man müsste jetzt auch kreative Ecken haben, die irgendwas produzieren, was sozusagen der Zukunft entspricht und nicht dem, was gerade finanziell unterstützt wird. Also sowas, also Tests kann man machen, Schulbooks, Preisverleihungen und dieses Ganze. Ich habe mich gerade beim Schreiben einhalt mit Walter. Are we in London? Kennen Sie das noch? Walter und Conny immer in Englisch. Yes, Conny, it's tut so. Ich habe noch den Klang in der Schule. Das waren so die ersten Lehrgänge im Fernsehen. Die kann man natürlich alle sauber irgendwo auf Disketten brauchen. Es gibt inzwischen Rosetta Stone und solche Geschichten. Aber ich war dann bei der Goethe-Gesellschaft in München. Die haben als Hauptbusiness Sprachkurse im Ausland zu haben. Die Hälfte des Etats sind Sprachkurse im Ausland. Da habe ich gesagt, könnt ihr nicht allen Ausländern oder der ganzen Welt eine universale Lizenz für Rosetta kaufen? Nee, das wollen wir nicht. Also das ist schon besser, wenn man das vom Menschen lernt und so weiter. Also wie gesagt, da müssen wir ein bisschen weiter. Die Frage, die ganz oben, ich habe es nochmal wiederholt, müssen nicht nochmal durchlesen, Frage, wer bringt das den Kindern denn bei, wenn wir das selber nicht können?
das ist nicht so leicht zu lösen. Also wir können dann noch 30 Jahre warten, bis unsere Kinder dann groß sind, dann hat sich's erledigt, aber dann sind wir mit Sicherheit irgendwie bei Bangladesch. Nicht mehr im Mittelfeld. Ich ärgere mich immer, also praktisch, ich habe jetzt aus Penetrant immer bei Facebook auf meinem Wild-Duck-Account, also auf Twitter immer Studien gemacht. Wir sind wieder auf Platz 37, wir sind jetzt auf Platz 48, wir sind auf Platz 55. Dann antworten die Leute zweierlei. Durchschnitt ist doch gut. Zweite Antwort, die Zahlen sind sowieso von der Lügenpresse gefälscht. Und dann sage ich aber, wenn hunderte Studien das sagen, das muss doch irgendwie, es kommt bei keiner raus, wir sind irgendwie unter Platz 5. Gibt euch das zu denken? Nein. Durchschnittlich ist gut. Sag ich, Leute, ich bin aufgewachsen mit Made in Germany. Made in Germany bedeutete damals, dass wir beleidigt waren, wenn irgendwer Platz 1 hatte. Das ist weg. Wir sind jetzt irgendwie... ich muss das Programm alles wieder einholen. Das habe ich jetzt gesagt. Wir brauchen neue Individuen. Was man machen müsste, ist die ganze Infrastruktur machen. Ich hätte gerne, ich weiß nicht, ob man das erfinden kann, ich hätte gerne statt JPEG ein anderes Format, also nicht JPEG, sondern ich hätte gern, dass das so ein Bild ist, aber das ist eine PowerPoint-Folie, also wie JPEG, und die nehme ich einfach ein Bild in meine PowerPoint-Präsentation rein. Das wäre toll, oder? Und dann ist es aber kein Bild, sondern die ganzen Objekte sind da noch drauf und kann damit rummachen. Und wir brauchten im Grunde für alle Lehrer dieser Welt sowas wie, nur soll mir bitte einer von Fraunhofer oder so, dass die so ein Datenformat erfinden, dass ich einfach mit Drag and Drop das in meine, ja, so ich mache bei Google Images, rufe ich auf, kommt eine PowerPoint-Folie, ziehe ich rein, ohne das PowerPoint zu machen und irgendwas Komisches da hin und her zu schieben. Das wäre schick, oder? So, und wir müssen irgendwie diese ganzen Infrastrukturen ins Netz bringen. Ich habe jetzt gerade einen Versuch gemacht, Sie können spenden, Mitglied werden, vom Verein Wiki of Music, heißt Wiki of Music, wir wollen gerade alle Noten ins Internet stellen. Sagen alle, das machen die nicht mit. Die GEMA wird dich erschießen und so weiter. Und das sind diese Probleme. Und ich finde, wir brauchen eine Wikipedia für Pflanzen, für Unterrichtsmaterialien, für Mathematik, für alle diese Sachen, für Statistiken. Die Lehrer würden ja ein iPad nehmen, aber sie haben keinen Content. Und den Content kann nicht jede Schule allein schnitzen und nicht jeder Lehrer allein schnitzen, sondern das muss man doch austauschen. Und dann wäre es doch gut, man hätte so ein richtiges, großes Portal, wo alles drinsteht und das dann auch legal ist, dass der Lehrer nicht gleich irgendwie eine Abmahnung für 850 Euro bekommt, wenn er irgendwie ein Bild von Google gestohlen hat. Und so weiter. Also vielleicht denken Sie drüber nach. Letzte Zeit, können wir vielleicht mal, wenn einer eine Studie macht, können wir mal einfach ein paar Schülervertreter zusammennehmen und die machen einen Lehrplan, was da rauskommt? Das würde mich interessieren. Also dass die Millennials mal selber sagen, was finden Sie, was Sie mit 18 Jahren im Kopf haben müssten? Vielleicht würde uns das echt weiterbringen. Ich fürchte aber, da wird ein geniales Meeting draus und es wird fantastisch viel Schwarmintelligenz Dummheit gemacht. Also gut, ich habe mal, wenn Sie sowas interessiert, das ist 10 Jahre alt, ein Buch geschrieben über Menschen in artgerechter Haltung. Das verkneife ich mir. Das ist relativ. Die Erkenntnis ist, das werden Sie, wenn Sie Kinder haben, das erste Kind ist meistens brav. Weil es brav ist, glauben Sie selbst, Sie sind gut im Erziehen. Zur Strafe schickt Ihnen Gott ein zweites. Ja, und dann stellen Sie fest, es gibt sowas wie lebhafte Kinder, die irgendwie jetzt irgendwie Taxifahrer müssen, weil sie hyperaktiv sind oder müssen Tabletten schlucken. Oder es gibt solche wie mich, die immer da am Zaun stehen und sagen, die hauen sich, ich mache nicht mit. Und dann sagen sie, Gunther, spiel doch mit. Und dann sage ich, nein. Und dann werde ich natürlich Mathematikprofessor irgendwann. Verstehen Sie, weil man so irgendwie ausgeschlossen ist. Und was ich sagen will, es gibt verschiedene Versionen von Menschen, die aber in der Schule nicht erfasst werden. In der Schule erzieht man nur brave Menschen, die aber schon erzogen sind. Die Braven kommen ja schon mit den Betragungsnoten in die Schule, Fleißordnung tragen. Die muss man nichts machen. Und auf die ist der Lehrer stolz. Und für die anderen, die versucht da rauszuekeln aus dem Gymnasium. Und man müsste noch sehr weiter aufbauen. Das ist aber sehr philosophisch. Jetzt höre ich aber gleich auf. Wirklich, weil es...
Und ich glaube, dass man diesen Punkt, dass es verschiedene Kinder gibt mit verschiedenen Charakteren, also so mehr Leute, die praktisch sind, mehr theoretisch sind und manche, die nur brav sind. Brave Mitarbeiter, ich mag das nicht, wenn ich Manager bin. Ich hatte dann Mitarbeiter, die sagen, du sagst, wir sollen da mal grob da lang gehen. Kannst du genau sagen, wohin, wie viele Anträge muss ich bis 3:30 abgearbeitet haben? Sowas kann ich nicht leiden. Und dann merke ich, ich mag keine braven Kinder und so weiter. Ja, und im Grunde braucht man verschiedene Lehrberufe, im Grunde verschiedene Erziehungsmethoden und auch Lehrmaterialien für diese verschiedenen Leute. Mir hat es gereicht, wenn man mir einfach ein dickes Buch gegeben hat, setzt sich da in die Kammer und komm und kann das. Ja, so. Und ja, das war's schon. Und ich will gucken alle so ein bisschen. Ich muss die Zeit wieder reinholen. Dankeschön. Und Aufbruch, gell? Okay?